Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht hier nebendran schon in etwa, um was es geht. Und zwar habe ich starte mit etwas anderem, ich habe aufgrund von dem da hier einen ganz tollen Auftrag bekommen. Das da hier, in dem Anfang von euch, habt ihr sicher gesehen, habe ich ja für die neue, respektive für die aktuelle Basteltraum Challenge gemacht. und das Thema hat mich dieses Mal tatsächlich ein bisschen herausgefordert, weil das Thema ist ja pimp deine Notizen auf oder pimp deine Post-its auf, verschönere deine Notizen, so. Und das hat mich wirklich vor eine Herausforderung gestellt. Ich habe dann im Endeffekt das gemacht. Aber natürlich gibt es neue Langfond-Release zum Anlass genommen, weil ich mich so verliebt habe in die sukkulenten Töpfchen, weil ich die so herzig finde und die Kakteen und einfach alles, was da dabei hat. Ja, auf jeden Fall, das ist mega gut angekommen und ich habe dann aufgrund von dem einen Auftrag bekommen für etwas in dieser Art, das aber deutlich grösser ist. Und, ich will mich nicht vorenthalten, rausgekommen ist das tolle Ding hier. Ihr seht, es ist deutlich grösser als das untere, aber vom Stil her genau das gleiche. Ich habe sogar in den gleichen Tönen gehalten, weil es mir einfach sehr gefallen hat und ich finde, das recht harmoniert mit diesen lila, blau, Türkis-Tönen. Ja. Und ich würde euch jetzt gerne mitnehmen und zeigen, wie ich das gemacht habe und was es da so alles dazu braucht. Das ist ein bisschen ein aufwendiges Projekt. Ihr könnt euch vorstellen, es gibt wahnsinnig viel zu tun, die ganzen Töpfchen und Einzelteile zu machen, aber es hat unglaublich gefällt. Ich glaube, ich könnte noch 5 mehr machen von diesen Dingern. Ja, auf jeden Fall, seid gespannt, freut mich. Vielleicht mögen sie ja die einen oder anderen nachbasteln oder etwas anderes Ähnliches in dieser Form kreieren. Ich würde mich mega freuen. Und ich will noch gar nicht länger auf Folter spannen. Wir starten mit der Magnetliste an sich. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich die Basis dieses Mal bei dieser aus Karton mache. Einfach aus dem Grund, weil sie ziemlich länger ist als die ursprüngliche. Dadurch sicher auch ein bisschen mehr Gewicht hat. Und darum habe ich gedacht, mache ich das aus Karton. Jetzt ist es so, dass ich kein Karton hier habe, das 50 cm lang ist. Aber ich habe natürlich auch viel Kartonreste, darum haben wir die jetzt einfach zurechtgeschnitten. Ich habe mir überlegt, dass ich es ein bisschen höher mache. Also wenn wir das hier nehmen, wir sehen, das ist... Ja, 7,5. Circa 7,5 Santi. Ich habe mich jetzt aber entschieden, dass ich es 10 hoch mache. Einfach aus dem Grund, dass ich noch ein bisschen mehr Spielraum habe und es noch ein bisschen anders aufbauen kann. Ja, und insgesamt ein bisschen stimmiger wirkt, damit es nicht wirklich nur eine ganz schmale, unlänge Liste ist, sondern dass es eure Höhe etwas hermacht. Gut. Wie gesagt, ich habe mir hier ein Stück zurechtgeschnitten, wo alle 10 hoch sind. Ich habe darauf geschaut, dass der Karton gleich dick ist. Wenn ich das zusammenklebe, sind es ein bisschen mehr als 50, aber ich kann es dann noch zweckschneiden. Ja, entweder habt ihr schon das Karton, das so lang ist, oder ich klebe es einfach zusammen mit Washi oder sonst Klebe, whatever. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt schnell. So, ich habe meine Kartons zusammengeklebt, haben wir es jetzt noch zweckgeschnitten auf 50. Ich glaube, so hat es sogar gerade Platz. Ja, tatsächlich. Und als nächstes fassen wir jetzt das Ganze ein. Ich habe bei dem da hier, also die Basis hier, wie ihr seht, ist direkt ausgestanzt. Das war so eine Slimline-Stanze. Darum hat sie auch den Gestirnstrand. Das wird die da jetzt nicht haben. Aber das macht nichts, weil sonst, glaube ich, genug wird los sein. Wir brauchen jetzt aber auch weißes Papier. Hier das ursprüngliche Papier ist auch weißes. Das hier, das ich eigentlich immer brauche, mein strukturiert weiß Cardstock. Und ich würde sagen, mit dem fassen wir jetzt das Ganze mal ein. Ja, wie ihr seht, das ist natürlich 12x12 Inch lang, von dem her, also 30,5x30,5 cm, von dem her längt eins natürlich nicht zum Einfassen. Darum nehmen wir einfach 2. Das wird zur Folge haben, dass wir hier irgendwo halt so ein Rändchen haben, wo sich die 2 treffen. Das ist aber nicht schlimm, das werde ich später verstecken und das wird man auf keinen Fall sehen. Ich würde vorschlagen, für das Einfassen, dass ihr alles mit doppelseitigem Klebe beklebt. Ihr Cardstock nehmt, die schöne Seite gegen oben kehrt. So. Eine Liste nehmt und verkehrt so draufklebt.
Und natürlich so, dass ihr oben und unten noch ein Rändchen übrig lässt. Man sieht es jetzt gerade nicht. Dass ihr noch umlegen könnt. So. Darum schneide ich jetzt hier unten sicher noch Streifen ab und dann können wir das Ganze umschlagen. Voilà. Und jetzt alle, die schon mal ein Mini-Album haben gemacht haben, oder auch die, die in der Schule irgendwann mal ein Heft haben eingefasst, ich glaube, diesen Moment haben wir alle mal gehabt. Die wissen eigentlich, wie das geht. Ich zeige es aber gleich kurz. Oder auch zumindest so, wie ich es mache. Wir können jetzt hier die Ecken rausschneiden, die wir nicht brauchen. Das heisst, die Teile hier kommen weg. Ich schräge es immer leicht ab, einfach weil es gäbiger ist und schöner aussieht. Und wenn ihr das jetzt schneidet, schaut, dass ihr hier in den Ecken nicht komplett zum Karton zuschneidet. Weil wenn ihr komplett zuschneidet, habt ihr wie zu wenig zum Umlegen und dann schaut nach der unschönen Karton-Ecke führen. Geht vielleicht einfach, ja, was sind das, vielleicht 1-2 mm am Ecken vorbei. Seht ihr das? Einfach nicht ganz suchen. Und natürlich, je dicker das Karton ist, desto mehr solltet ihr auch stehen lassen. So, dann macht ihr das Gleiche. Ihr müsst euch das natürlich auch nicht anzeichnen. Ihr könnt das auch einfach Handgelenk mal Pi, wie es gerade kommt. Es muss auch nicht schön sein, weil die Stellen verkleben wir dann auch sowieso noch. Klar, man kann jetzt sagen, es ist die Rückseite und wenn ihr das für euch privat braucht und euch die Rückseite eh keine Rolle spielt, dann kann man es dann auch einfach so lassen, wie es ist. Aber ich werde die sicher noch insofern verkleiden, als dass es wenigstens einigermaßen super aussieht. So, gut, wenn wir das haben, können wir das Ganze mal vorfalten. Übrigens lässt beim Vorfalten ein Papier auch immer ein bisschen Zeit. Weil Papier, je nach Papierart, je nach Papiersorte, wenn ihr es einfach einmal so umklappt, kann es sein, dass nicht das reisst. Und ist mir wohl bemerkt auch schon passiert bei Mini-Album, also bei den Covers, was mega schade ist für die ganze Arbeit, wenn ich nicht das Papier reisst und ihr das dann irgendwie müsst flicken und verstecken. Darum, wenn ihr faltet, lasst am Ganzen ein bisschen Zeit, faltet lieber mehrmals, bis das Papier auch nachkommt. Und dann erst glatt streichen. Ihr könnt natürlich auch noch mit einem Falzbeiter hängen, wenn ihr wollt, damit ihr etwas schärfere Kanten habt, etwas saubere. Und das machen wir jetzt einmal zu ringsherum. Voilà! Wenn wir das gemacht haben, dann können wir das Ganze ankleben. Ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich hier die Klappe auch noch etwas schneller schneiden. Ich überlege mir, ob ich das noch mache. Dann brauche ich ein bisschen weniger Klebe oder ihr löst sie so. Ja, nein, ich glaube, ich lasse es so. Was ich sicher immer mache, ist, dass ich hier drunter, wo der Falz ist, ein doppelseitiges Klebe anbringe, eine Bahn. Und wenn ihr jetzt so breit habt, könnt ihr noch überlegen, ob ihr damit die auch noch Streifen wollt. So. Und das macht ihr jetzt einmal zu ringsherum. Und klebt das alles an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sehen wir uns wieder. Wenn wir das Ganze eingefasst haben, sieht es in etwa so aus. Ihr seht, dahinter hat es zum Teil ein bisschen gewellt, weil sich da das Washi aufgestellt hat. Das ist aber nicht schlimm, weil das verkleiden wir dann auch, sodass man das alles nicht sieht. Und es ist gleich flach, also es wellt nicht so schlimm, dass es nicht flach würde aufliegen. Gut, jetzt geht es um den Hintergrund. Ich habe bei dem hier, ich habe vor allem mit Blautönen gearbeitet und ich habe mir vorgenommen, dass ich in diesen Tönen bleibe und auch in diesem Karamuster bleibe. Darum habe ich mir mal ein paar Oxides rausgesucht. Ich werde sicher brauchen Salvaged Patina, das Mermaid Lagoon, Blueprint Sketch und Valenus Potion. Ich glaube, ich nehme die vier. Es sind nicht exakt die, die ich hier brauche, macht aber nichts. Und fürs Muster habe ich die da zwei gebraucht. Die sind von Pinkfresh Studio, heissen Plate, wenn es mir recht ist.
Ja, so Stencils noch gerne, weil man die entweder nur einzeln brauchen kann oder halt übereinander für ein cooles Karo-Muster. Und bei dem hier habe ich es auch übereinander gebraucht. Also ihr seht, das sind beides, die dünnen und die dicken Linien. Und das werde ich hier auch machen. Ich starte jetzt mal damit, dass ich grundiere mit den helleren und dann für das Muster gehen wir dann erst mit den dunkleren rein. Ich glaube, wir machen es mal so. Ich nehme euch hier im Zeitraffer mit, das geht jetzt sicher ein Moment und wir sehen uns dann wieder. Wenn ihr so weit seid, also ihr seht, das sieht jetzt noch nicht weltbewegend aus, muss es auch nicht, weil da kommen jetzt noch mehrere Schichten drüber. Und ihr wisst ja, bei den Oxides beim Verblenden, das wird erst wirklich richtig schön, wenn man es übereinander schichtet und auch ein paar Mal wieder ineinander rein verblendet. Von dem her kein Stress, wenn die erste Version noch nicht so toll ist. Ich habe jetzt ganz bewusst den Hellfokus bis zur unteren Hälfte gesetzt, einfach weil das hier auch so ist. Ich habe hier auch den Hellteil, vor allem unter, wo die Magnetliste ist. Also das Magnetband ist. Und ich denke, das werde ich so beibehalten und dass oben eher der dunkle Teil kommt, zur oberen Hälfte oder im oberen Drittel. Übrigens ein Tipp, das gibt natürlich recht farbige Finger und damit ihr hier nicht überall eure Fingertapeln drauf habt, nehmt einfach irgendein Stück Klebe. Dann könnt ihr so auf das Papier und es gibt keine Fingertapeln. Das so ein Tipp am Rand. Gut, jetzt könnt ihr eure Stencils nehmen. Und wir haben jetzt eine ziemlich grosse Längefläche. Von dem her reicht es natürlich nicht mit einmal drauflegen. Darum werde ich jeweils auch schauen, dass ich nicht raus bis an die Ränder gehe, damit ich einfach die grusigen Abschlusskanten nicht habe, weil die wollen wir ja nicht haben. Es soll ja ein fließendes Muster geben über die ganze Länge. Von dem her werde ich einfach willkürlich ein bisschen hier, ein bisschen da. Und auch da werde ich schauen, dass ich zwar jetzt schon die dunkleren Farben mit reinnehme, aber dass ich gleichwohl hier Mitte jetzt auf jeden Fall nicht mit dem Violett drüber gehe. Also ich werde es so behalten, die Verteilung von hell zu dunkel. Darum werde ich hier sicher vermehrt mit diesen zwei Farben arbeiten, gegen Mitte und einfach gegen raus, gegen Rand, näher noch das Blueprint Sketch und zwei Linus Potion reinnehmen. Wenn ihr das geschafft habt, dann haben wir es schon fast mit dem Hintergrund. Was ich aber noch mache, für dass es einen schönen Abschluss gibt ringsherum, ist, dass ich überall noch mit den zwei dunkleren Farben ohne Stencils einfach mit den Brushes ringsherum einfärbe. Einfach damit es schöne Abschlüsse gibt und am Rand ziemlich dunkel ist. Ihr seht auch hier die Muster gehen. Sie gehen bis am Rand raus, aber sie werden gegen blasser am Rand, weil ich dort auch noch einfach den Rand eingefärbt habe. Und das machen wir jetzt noch heute und dann hätten wir es schon fast mit dem Hintergrund. Voilà, dann haben wir unseren Hintergrund und ich finde ihn echt gelungen. Ja, ich habe Freude. Das Ganze hat mich jetzt, lass mich schnell schauen, ja, knapp eine halbe Stunde gekostet. Das zu kolorieren und zu verblenden. Ich finde, es ist allemal der Wert. Ihr könnt es natürlich auch sehr einfach machen und einfach irgendein Designpapier dafür brauchen. Kein Thema. Wenn es mal schnell muss gehen, kein Thema. Aber ich habe das halt mega gerne, weil ich es wirklich auf meinem Projekt abstimmen kann, wenn ich es so selber mache und einfach die Farben kann nehmen, die mir gefallen und so kann verblenden, wie ich es gerne möchte. Aber wie gesagt, es ist völlig Geschmackssache und halt auch einfach eine Zeitfrage. Wir ergänzen hier noch schnell etwas Kleines, aber ich würde zuerst würde ich vorschlagen, Finger waschen, Stencils waschen und dann sehen wir uns gerade wieder. Welcome back! So, jetzt machen wir noch unsere Akzente. Wie ihr hier seht, beim ursprünglichen hat es ja auch die kleinen Wasserpünktchen überall. Das machen wir jetzt, peppen es aber noch ein bisschen mehr auf
Und zwar habe ich überlegt, dass ich Wasserakzente mache, aber ich habe Lust auf Gold. Darum gibt es noch ein paar Goldakzente, die ich dann sicher in den Pflänzchen hier und da auch nochmal wieder aufgreifen oder in Schrift. So, also. Wir starten zuerst mit den Wasserakzenten. Dann hat man ein kleines Pinsel mit Wasser und sprengt es drauf. Willkürlich, wie es kommt, das muss auch nicht schön sein. Im Gegenteil, ich finde immer umso willkürlicher, umso schöner. Und wie die meisten von euch sicher wissen, da ja die Oxides mit Wasser oxidieren, wie es der Name schon sagt, gibt es tolle Effekte, wenn wir das jetzt mit einem ganz normalen Tela einfach wieder abtupfen. Tada! Und ich muss noch ehrlich sagen, das ist so etwas Einfaches, aber ich finde, es wertet jedes Oxide-Projekt, aber wirklich jedes einfach auf. Es einfach toll aussieht. Schon nur so. Es bringt euch nochmal mehr Spannung rein. Es ist ganz ein toller Effekt. Und eben, er sieht völlig willkürlich aus, genauso wie es soll sein. Ihr könnt auch sagen, ist es nicht zu wenig, dann macht ihr noch mehr. Oder längt es so? Ich glaube, wir längt es jetzt so, zumal wir jetzt noch mit Gold drin kommen. Dann haben wir Perfect Pearls. Übrigens, im neuesten Magazin, versucht ich ein bisschen da Werbung nebenbei zu machen. Wo habe ich es denn? Da! Nummer 13 ist draussen. Für alle, was interessiert, ich habe einen Perfect Pearls Artikel gemacht, weil das einfach ein Wunderding ist. Wirklich, ich liebe das über alles. Perfect Pearls, ein absolutes Muss im Bastelzimmer. Darum, wenn es euch interessiert, Kreativbund, das Magazin, kauft es bei Kreativbund. Über 100 Seiten Kreativitätskur. Ja, mit meinem Perfect Pearls Artikel. Gut, zurück zum eigentlichen Projekt. Wir nehmen ein bisschen Perfect Pearls. Ihr wisst, die Pinselspitze längt völlig. So, und jetzt muss ich da noch schnell umbauen, weil ich mir nicht meinen kompletten Basteltisch vergolden will. So, das ist nicht der schönste Hintergrund, aber es erfüllt seinen Zweck. Und by the way, die tupft ihr natürlich nicht mit Tela ab, sondern die lässt ihr sein und lässt sie einfach so zurück. So. Und wenn ihr übrigens noch so Reste auf eurem Acrylblock habt, das könnt ihr einfach trocknen. Ihr seht, hier jetzt noch trockneten Rest, hier jetzt auch noch trockneten Rest. Das könnt ihr auch immer wieder brauchen. Dann könnt ihr einfach wieder ein bisschen Wasser drauf tun, vermischen und dann habt ihr wieder Goldfarbe zum Besprenkeln. Gut. Ich würde sagen, unser Hintergrund ist fertig. Wir tun jetzt den schön auf die Seite, lassen ihn trocknen und machen uns hinter unseren Hauptakteure, und zwar hinter die hübschen, hübschen, sukkulenten Pflänzchen. So, Leute. Wir kommen zu unseren hübschen, hübschen Pflänzchen. Oh, ich bin ja dann fast durchgefallen, als diese rauskommen im neuen Landphone Release. Wirklich. Selten gibt es ja so Sachen, die ihm völlig catchen, aber völlig. Und ich habe die gesehen und ich bin fast durchgefallen. Meine Frau, by the way, ja. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen, als wir in der Küche gestanden und ich das neue Release habe gesehen. Ich durfte es ja schon vorab schauen, zum Vorbestellen. Danke Tom übrigens an dieser Stelle von Basteltraum. Es ist ein mega Privileg und ich habe die gesehen und bin echt durchgefallen. Und meine Frau auch, und ich habe gesagt, die müssen her. Dafür kein Weg dran vorbei. Gut, jetzt, was ihr primär braucht für das hier, für die hübschen Pflänzchen, ist natürlich eure Big Shot. Und an dieser führt kein Weg vorbei, oder welche Stanzmaschine ihr auch immer habt. Natürlich die Stanzen, die entsprechenden. Ich habe mir überlegt, weil wir ja jetzt eine recht höhere Liste haben und noch ein, zwei Stellen haben, wo wir etwas verdecken müssen, dass ich noch die Kakteen hier von Concord & Ninth dazu nehme. Ich weiss noch nicht, in welcher Form sie sie dann brauchen, aber dass ich von denen sicher auch noch ein, zwei mache. Einfach damit wir auch noch etwas Grösseres dabei haben. Und ich finde, die ergänzen sich wunderbar. Und das Projekt ist übrigens auch einfach super toll für eure ganzen Papierreste. Ihr seht, ich habe mir hier schon mal alles Mögliche vorgenommen, was ich heute brauche.
Der hat natürlich hier so viele kleine Sachen, dass ihr euer kleinen Abreste perfekt könnt brauchen könnt. Also das sind immer so richtige Restenfresser und ich liebe es. Ihr wisst ja, ich tue ja nicht mehr ganz jeden Schnipsel, aber ziemlich viel einfach auf die Seite. Und dann ist das super, dass man das brauchen kann. Ja, genau, wie ihr seht, ich stanze die Pflänzchen nicht aus weißem Papier aus und färbe sie komplett ein. Nein, ich erspare mir ganz, ganz, ganz viel Arbeit und stanze sie, wie gesagt, schon aus farbigem Papier aus und ergänze dann einfach noch ein paar Schattierungen, die ich noch per Hand quasi einfärbe. Ja, Leute, ich würde sagen, zum Ausstanzen muss ich euch nicht mitnehmen, weil da wisst ihr etwa alle, wie es geht. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt die nächsten zwei Stunden mit Ausstanzen beschäftigt. Wir sehen es aber, sobald das alles erledigt ist. Wünscht mir viel Durchhaltevermögen. Los geht's. Leute, ich habe gestanzt wie eine Irre. Und das ist dabei rausgekommen. Ja, kurz zur Erklärung. Ich weiß noch nicht, ob es reicht. Ich habe jetzt mal 15 kleine Töpfe gemacht, plus hier mal noch einen grossen, weil irgendwie müssen wir ja dort, wo wir die zwei weißen Papiere zusammengeklebt haben, den Spalt noch verdecken. Darum einfach mal einen grossen, 15 kleine. Von diesen 15 kleinen habe ich mal 10 mit Gesichtern gemacht. Ich denke, das müssen nicht ganz alle mit Gesichtern sein, weil sie sicher auch ein bisschen hintereinander drapiert werden. Von dem her 15 mit Gesichtern. Ich habe mir hier alles mal so ein bisschen zusammengestellt, wie es eventuell könnte kommen. Also noch nicht welcher Pflänzchen, in welches Töpfchen. Es ist mehr darum gegangen, dass ich nicht viel zu viel Pflänzchen stanze oder viel zu wenig, dass ich jemanden den Überblick habe, wenn es genug gestanzt ist. Kurz zur Erklärung. Die schwarzen Teile hier, die sind natürlich... Nein, das ist gerade das Falsches. Nehmen wir eins mit Gesichtli. Die schwarzen Teile sind für Töpfchen mit Gesichtli. Die kommen hier hinten dran, damit die Gesichtli schwarz sind. Darum von diesen 10 Stück. Dann die hier, das gibt jeweils die Erde. Die kommen dann hier hinten dran. Habe ich auch in verschiedenen Farben gemacht, wie die Töpfe auch. Und noch die hier, das gibt jeweils die Ränder von den Töpfen. Einfach damit die auch noch ein bisschen mehr Farbe haben. Jo, wie geht es weiter? Ihr seht, der hier... Ich habe ja ganz bewusst alles aus farbigem Cardstock schon ausgestanzt, damit ihr einfach deutlich weniger Bütze habt. Und zum Schattieren braucht es jetzt eigentlich nur noch, dass wir jeweils eine dunklere Farbe nehmen. Hier beim Violett zum Beispiel seht ihr es ganz gut. Und einfach an den oberen Rändchen oder an den unteren, ups, oder an den unteren, je nachdem wie ihr es haben wollt. Ich habe es jetzt hier überall an den oberen Rändchen gemacht. Einfach minimal noch einfärben mit unseren Blending Brushes und mit den Oxides. Einfach damit ein eine Schattierung drin kommt und es nochmal ein bisschen andere Nuancen hat und insgesamt auch ein bisschen mehr Teufel bekommt. Ja, das geht jetzt nochmal ziemlich zu tun. Da muss ich noch auch nicht mitnehmen. Ich mache jetzt das und dann sehen wir uns näher wieder. Voilà! Ich habe schattiert, schattiert, schattiert und nochmal schattiert. Und zwar alles. Abgesehen vom Herd. Die da muss ich noch, die habe ich vergessen, habe ich gesehen. Die schwarzen natürlich auch nicht, aber sonst habe ich alles schattiert. Und ihr seht, es wirkt schon alles viel dimensionaler und viel schöner. Auch zumindest für mich. Und darum mache ich das immer und nehme den Aufwand sehr gerne auf mich. Ich schattiere die noch heute und dann geht es darum, dass wir das Ganze zusammenkleben. Dann nehme ich das sicher noch schnell mit, dass ihr schnell seht, wie das am besten geht. Ja, kommen wir zum Zusammenkleben. Ich zeige euch glaube ich, einfach schnell ein Töpfchen, so wie es mir am gäbigsten geht. Und den Rest mache ich dann für mich und ihr für euch, bevor es dann weitergeht. Also, dann nehmt noch ein Töpfchen und als erstes würde ich sicher immer ein Rändchen draufkleben. Nehmen wir das. So. Und was ich als zweites dann immer mache, ist, dass ich es umkehre und da den schwarzen Teil draufklebe. So. Und jetzt kommt das, was ich wichtig finde, was ich euch gerne zeigen möchte, ist, dass der nicht jetzt der Herd auch schon dran klebt, sondern dass ihr zuerst Pflänzchen drin leimt. Die könnt ihr einfach da durchstecken, durch das Loch und hinten anleimen. Ihr
könnt auch hier hinten komplett Leim dran tun. Und so einfach da durchstecken. Der könnt ein bisschen höher, andere ein bisschen tiefer. So. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das gefällt, kehrt es um und erst jetzt klebt ihr den Herd drauf. Das hilft nämlich, dass ihr die Pflänzchen einklemmen könnt und sie das gut haben. So. Dann seht ihr, ich quasi wie ein Sandwich gemacht. Und das hat das Ganze dann super zusammen. Und sieht dann so aus. Voilà. Natürlich, je nach Pflänzchen sieht man gar nicht viel vom Herd. Jetzt hier sieht man auch nicht sehr viel. Aber ich lebe jetzt gleich überall her, weil es doch insgesamt einfach schöner aussieht. Voilà. Ja. Hier ein Töpfchen als Beispiel. Ich leime jetzt den ganzen Rest zusammen und dann sehen wir uns wieder, wenn ich mit dem fertig bin. So Leute, wir haben es geschafft. Ich habe alle Töpfchen zusammengeklebt, inklusive dem grossen. Was jetzt noch fehlt, damit die perfekt sind, sind ein paar Akzente mit Shell-Liner. Schwarzen brauchen wir das mal kennen, wie schon immer bei den Stempelfigürchen, weil wir ja hier die Augen in dem Sinn schon schwarz haben. Und sonst habe ich keine schwarzen Akzente, hey, aber ich werde noch weiße Akzente machen. Zwar seht ihr hier, habe ich eigentlich fast überall, also bei den Töpfchen habe ich glanzleichter gemacht, bei den Pflänzchen habe ich, und zwar in Töpfchenform, in Strichform, einfach so ein bisschen für verschiedene Texturen noch reinzugeben, einfach damit es alles noch ein bisschen spannender macht. Das machen wir jetzt noch. Und dann fehlt eigentlich nicht mehr viel. Bis zum Endergebnis. Viel Spass beim selber Highlight setzen und bis nachher. Wir sind soweit und haben eigentlich schon fast alles benannt. Ich erkläre euch noch schnell, was ich gemacht habe. Und zwar, als erstes habe ich noch diverse so goldige Teile ausgestanzt, einfach für noch so ein paar spezielle Akzente zu geben, weil wir ja hier auch das Gold drauf haben. Und ich dachte, ich will das hier wieder aufgreifen und einfach so ganz vereinzelt noch ein paar goldige Pflänzchen dazu tun. Hier und da, nicht überall, es muss auch nicht zu viel sein. Ein paar hier habe ich noch fertig. Mal schauen, wie ich die sonst noch brauchen kann. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich mir meine Schrift schon ausgestanzt habe. Hier habe ich auch wieder so ein bisschen den Ombre-Style aufgegriffen, den ich bei den Pflänzchen gemacht habe. Also im Prinzip ist es nichts anderes als normale hellbraune aus normalen hellvioletten Cardstock, lila Cardstock, den ich ombremässig eingefärbt und so ausgestanzt. Ich habe das Ganze dann noch das zweite Mal ausgestanzt, einfach damit es noch ein bisschen mehr Dimension hat. Man könnte natürlich auch noch das dritte und das vierte Mal, dann wäre es noch mehr erhöht. Bloß habe ich das Ganze noch aus Gold ausgestanzt und das Gold wie aus Schatten so ein bisschen versetzt hinter dran geklebt. Und auch hier wieder die weißen Akzente gesetzt. Das habe ich gemacht und das wäre es eigentlich schon. Was jetzt natürlich noch fehlt, weil um das geht es im Endeffekt, ja, es ist ja eine Magnetliste, entsprechend fehlt noch das Magnetband. Das findet ihr für einen Ort, könnt ihr mal googlen, da wird man eigentlich fast überall fündig. Und dann könnt ihr euch jetzt überlegen, wo ihr das her tut, ob ihr es über die ganze Länge wollt, ob ihr es nur punktuell macht. Ich muss mal gucken, dass das da ganz Platz hat. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass ich das über die ganze Länge mache, wie hier bei diesem kleinen Beispiel. Und das Einzige, was ihr da müsst darauf schauen müsst, ist, dass ihr links und rechts nicht bis ganz an den Rand rausgeht mit dem Band, respektive, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, ich habe fast bis an den Rand, aber so, dass ich die Figur noch erhöht aufkleben kann, einfach damit es einen schönen Abschluss gibt, links und rechts. Ich werde das jetzt auch eher in der unteren Hälfte machen, damit man oben die Pflänzchen her tun kann. Und dann könnt ihr noch mal, ja, etwa mal so lang, könnt ihr das abschneiden. Lässt sich auch mega gäbig schneiden, ist super. Und dann könnt ihr das im Prinzip draufkleben.
Und dann könnt ihr im Prinzip auch schon verzieren. Und dann sind wir im Prinzip eigentlich auch schon fertig. Nicht nur im Prinzip, sondern auch praktisch. Ich glaube, da braucht es noch jetzt nicht dazu. Ich würde sagen, ich dekoriere jetzt die ganze Geschichte, klebe mein Band noch auf und dann sehen wir uns zum Grande Finale wieder. Bis dann! Tada! Ist es nicht toll? Ist es nicht einfach toll? Ach, so, ich bin fertig, Leute, und ich finde es mega. Wirklich. Oh, ich könnte mir die ganze Wohnung tapezieren mit diesen herzigen Töpfchen. Wirklich. Manchmal gibt es einfach die Sachen, wo man selber so schockverliebt ist und am liebsten die ganze Zeit gar nicht mehr anders machen würde. Und die gehören definitiv dazu. Ja, noch kurz zur Erklärung, was ich gemacht habe. Hinter, ganz banal, habe ich noch alles mit weißem Papier zugeklebt. In der Mitte jetzt halt immer noch eine Lücke, weil ich einfach nicht so lange weißes Papier hatte. Aber das ist nicht tragisch, weil es ist ja die Rückseite. Ich weiss nicht, je nachdem mache ich vielleicht hier noch zwei Löcher, dass man es aufhängen kann oder was auch immer. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Nochmal schauen. Ja, wie ich gesagt habe, hier die Klebstelle, da unten hat es noch ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm, habe ich hier mit dem grossen Kaktus versteckt. Die Notes habe ich schön da drüber geklebt. Ich habe hier noch ein kleines Mäschchen verpasst, weil ich das einfach herzig gefunden habe. Die Töpfchen habe ich im Endeffekt nicht ganz alle gebraucht. Ich habe noch drei Führung, aber aus denen kann ich auch schon noch etwas Schönes machen, weil es eigentlich sonst doch zu viel wäre geworden und zu überladen wäre geworden. Ja, und die ganzen Töpfchen habe ich so ein bisschen schön drapiert hier. Links und rechts jeweils eins, das schön ein bisschen in die Höhe wächst, damit es einen schönen Abschluss gibt. Aufgeklebt habe ich das Ganze mit Foam Tape. Mit denen, also teilweise so ein bisschen erhöht, damit es einfach noch mehr Dimension drin hat. Die Töpfchen habe ich auch ein bisschen über das Magnetband abgeklebt. Die meisten aber schön drüber. Die goldigen Blümchen konnte ich hier auch noch brauchen. Und ich würde sagen, alles in allem ist das ein unglaublich gelungenes Kunstwerk. Zum Vergleich nochmal hier die kleine Schwester davon, das ursprüngliche Projekt. Ich finde es ein mega Auftrag, es hat mir unglaublich viel Spass gemacht. Jetzt muss ich noch schnell für euch zusammenrechnen, wie viel Zeit ich da gebraucht habe. Ich habe mir nämlich vorgenommen, jetzt auch so ein bisschen die zeitlichen Dimensionen zu erwähnen, weil das, glaube ich, manchmal gleich noch so ausschlaggebend ist. Oder zumindest für mich ist es manchmal auch ausschlaggebend, weil das ja leider nicht mein Vollberuf ist, sondern ich das als Hobby nebenbei mache. Und da muss man sich einfach die Zeit manchmal ein bisschen herausstellen. Darum als kleiner Anhaltspunkt für euch, rechne jetzt noch schnell aus, wie viel Zeit ich gebraucht habe für das Projekt hier. So, ich habe mir hier schön Notizen gemacht auf meinem Fresszettel. Ich bin froh, komme ich selber noch nachher. Also, ich habe insgesamt zusammengezählt tatsächlich 5 Stunden 40 gebraucht für das Ding hier. Also, ihr seht, es ist doch sehr zeitaufwendig. Es sind aber auch viele Schritte. Und natürlich schon nur die ganzen einzelnen Sachen auszustanzen. Es ist eine unglaubliche Bühne, alles einzeln einzufärben, alles zusammenzukleben, der Hintergrund. Zu dekorieren ist natürlich gegen den schönsten Stelle, aber auch das geht nochmal zu tun. Die Rechnungszeit habe ich jetzt natürlich nicht eingerechnet. Ich habe ja viel noch mit Glossy Accents ein paar Akzente gemacht. Das habe ich jetzt natürlich alles nicht dazu gerechnet. Aber rein zu machen an sich, ja, 5 Stunden 40. Einfach, dass ihr das auch noch so als Anhaltspunkt habt. Ja, Leute, das war es für heute. Ich verlinke euch natürlich die ganzen gebrauchten Sachen hier unter der Infobox. Also schaut gerne mal rein. Ich freue mich mega fest über jegliche Likes, über jegliche Kommentare. Ich schreibe auch gerne zurück. Ich freue mich mega, mega auf eure Feedbacks. Ihr dürft mir auch gerne erzählen, was ihr mehr wollt sehen, was euch wirklich interessiert. Ideen, Inputs, ich bin für alles offen und freue mich mega auf das nächste Video. Bis dann, ganz ein schönes Wochenende, falls ich das noch am Wochenende poste. Ich hoffe es. Und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss!